Die Feuerwehr Lauderbach ist hier zum Einsatz alarmiert worden, zwischen Lauderbach und Willows, zu einem Verkehrsunfall, PKW gegen Baum. Es war eine Person im Fahrzeug eingeklemmt, die wurde von uns mittels Rettungsgerät aus dem Fahrzeug befreit und an den Rettungsdienst übergeben. Es ist eine langgezogene Kurve und in dem Bereich ist er am Ende einer langen Strecke von Leitplanke direkt gegen einen Baum gefahren. Im Einsatz war der Löschzug Lauderbach-Mitte mit 20 Einsatzkräften. Osthessen News. Sehen, was bewegt.